Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf meinem Kanal. Wir sind heute immer noch bei dem Celestial Storm Display dran und wollen heute den nächsten Part starten. Natürlich wieder gesponsert von Card Market. Schaut auf jeden Fall auch vorbei, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Super günstige Karten von anderen Verbrauchern und so weiter. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wir wollen heute weiter mit den Celestial Storm Booster machen. Ich hoffe, das sind direkt wieder 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auch wieder nichts nur einmal. Irgendwie haben die das mittlerweile absichtlich. Ich glaube, früher war das nicht so. Früher konnte zum Beispiel bei diesen 9, die man halt da hat, konnte ein Logok zum Beispiel dabei sein. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht mittlerweile tatsächlich sogar gefixt haben oder so. I don't know. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. So, der letzte Part war auf jeden Fall relativ erfolgreich. Ich blende euch jetzt hier auch wieder unser Konto ein, damit ihr Bescheid wisst, ne? Spoilerwarnung, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Aber ja, man sollte ja auch schon in chronologischer Reihenfolge eigentlich die Openings schauen. Kriege ich das auf so? Scheinbar ja. Bin immer noch sehr gehypt. Ich sehe da auch schon wieder ein Reprint. Ich finde die Reprints halt wirklich legit übel nice. Ist eine sehr, sehr sick Idee. Alter, hier ist einfach so viel Müll und Zeugs und 1, 2, 3, 4, zack. Ach ja, wir legen ja die Reverse und die Rare Hand. Ich sehe es halt immer wieder so, weißt du, wisst ihr, wenn ich mir bei anderen Leuten Openings ansehe, dann sieht man da schon ab und zu so ein bisschen was rausschimmern und das wollen wir halt vermeiden. Psychoenergie, dann haben wir den Aprikoko-Macher, wir haben den Wanderer, super, der Sweet Boy. Wir haben einen, ich glaube, es ist der Köderball, ne? Ich glaube, ich habe im letzten Part Levelball gesagt, aber ich glaube, es ist der Köderball. Dann Fumpy, nimm den Reprint, Perlu, Eneko, Lutwurzel, Samurzel. Unsere Reverse Rare ist ein Despotar. Das ist auch ein Reprint, oder? Und es ist eine Rare. Das ist safe eine Rare, ja. Holy shit. Moment. Ich dachte gerade, da wäre Artwork-Designer wäre Junichi Masuda, aber hätte mich gewundert. Aber holy damn, holy shit, die ist delicious. Packen wir direkt mal nach hier oben hin. Die sieht sehr nice aus, okay. Und unsere Rare ist ein Moruda. Moruda muss los, ist auch das richtige Stichwort jetzt. Ich muss mal die Karten hier ein bisschen überpacken. Das richtige Stichwort, denn ich muss das nächste Pack aufmachen. Und wir wollen natürlich immer noch hier den nicen Scheiß ziehen. Deswegen das hier rüber. 1, 2, 3, 4. Wollen immer noch den nicen Scheiß ziehen. Und wir haben hier 1 und 2. Und wir haben eine Wasserenergie. Wir haben einen Tausch. Ein Reptane. Ein Lantern. Ich glaube, das ist auch ein Reprint. Das ist safe ein Reprint. Sieht einfach vom Artwork schon instant aus dem Reprint. Einfach so wie so eine Oldschool-Karte. Wir haben einen Schneckmark. Wir haben ein Lavita passend zum Despotar, ist halt wirklich genau das passende Artwork, deswegen glaube ich halt, dass es ein Reprint ist. Dann haben wir ein Tarnel, ein Balmer, ein Knofenser. Unsere Reverse ist ein Aprikoko-Mecha, den haben wir schon gesehen, der ist nichts Krasses. Und unsere Rare ist hallo, eine Full-Art-Troy-Karte, holy shit. Such a deck, to three cards and put them into your hand, then shuffle your deck. Alter, die ist, glaube ich, gut. Und wenn die gut ist und Full Art, ich will die direkt in die Hülle packen. Ich habe natürlich auch direkt im letzten Part Karten in die Hülle gepackt, aber ich habe bei Full Arts gerade auch vom Gefühl her so, habe ich immer richtig Schiss. So, die muss direkt eingehüllt werden. Aber holy shit! Direkt eine Full Art schon fast zu Beginn. Auch von zwei Boostern wieder zwei seltene Karten gezogen. Schimmert jetzt ein bisschen durch die Softbox, aber ich denke, das sollte in Ordnung sein. Ich denke, ihr werdet es verstehen, dass ich da auf jeden Fall gerade diese Karte direkt eingehüllt haben will. Aber das ist schon absolut delicious. 1, 2, 3, 4. Troy, mein Boy, gesellt sich hier zu uns in seiner Full Art Pracht. Die Holo, die ich eben gezogen hatte, war das die gleiche? War das auch die Troy-Karte? Wir sehen es auf jeden Fall am Ende beim Recap. Aber gut, ja. Wir haben eine Pflanzenenergie, ein Koryogel, was Walzer kann. Schade, jetzt gehen hier raus an die Leute, die es verstehen. Wir haben ein Schluckwech, ein Copycat, Nachahmerin,
ein Tunnel, ein Aluder Radfratz, ein Voltoball. Mittlerweile haben wir schon echt fast alle Artworks, glaube ich, gesehen. Ein Gekabo, ein Schluppuck. Unsere Reverse ist ein Kurtel. Keine Rare, okay. Und unsere Rare ist ein Deoxys, was wir auch schon mal gesehen haben. Also jetzt auch nichts so krass weltbewegendes. Also mittlerweile habe ich da schon... Ich muss, glaube ich, gleich nach dem Party tatsächlich schon mal ein bisschen Müll und Karten wegräumen. Ansonsten habe ich hier irgendwann keinen Platz mehr. Und das wäre nicht so vorteilhaft, sage ich mal. So, wir haben hier den Online-Code. 1, 2, 3, 4. Alter, das ist schon wieder so ein gutes Opening bisher. Also for real, das ist einfach... Wir ziehen so nice Stuff. Wir haben eine Elektroenergie, wir haben ein Draschel, ein Hustlebell, ich weiß nicht, wie der Gürtel auf Deutsch heißt. Wir haben ein Koriogel, ein Lampi, das sieht so aus, als hätte... Sieht man das in der Kamera? Das sieht man gar nicht so richtig, doch hier so ein bisschen. Seht ihr diesen Strich hier? Das sieht so aus, als könnte man die Eimer in der Mitte knicken. For real, das sieht super crazy aus. Wenn ich das so gegen die Softbox halte, sieht man es, glaube ich. So ein Strich, der einfach in der Mitte der Karte einfach runtergeht. Holy shit. Hä, bei mir... Ach nee, bei mir nicht. Hier ist es einfach nur der Kopf. Ups. Dann haben wir einen Spoink, ein Fritzeblitz, ein Geweiher. Unsere Reverse ist ein Flamly. Sieht sehr, sehr süß aus. Und unsere Rare ist... Ah! Jawoll! Ein Logok GX. Und dieses Artwork ist... absolut delicious. Also absolut holy shit. Ich liebe ja Logok. Aber, Alter, dieses Artwork ist... Das ist insane. Das ist wirklich insane. Holy shit. Ich hab Bock, Leute. Dieses Opening hier schon wieder ist auch 10 von 10. Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr nice. Wenn wir... Also, ich bin ehrlich, ich bin jetzt schon zufrieden. 1, 2, 3, 4. Wenn wir jetzt schon nichts mehr bekommen würden, wäre das absolut fein. Aber wir haben jetzt tatsächlich noch 1, 2, 3, 4 hier liegen. Und wir sind jetzt gerade, also wir sind jetzt bei Booster Nummer 5. Wir haben 4 Booster aufgemacht und haben schon 3 krasse Karten gezogen. Holy shit. Wir haben eine Feenenergie, ein Alabis, ein Reptane, ein Energietausch, ein Flurmel, ein Shuppet, ein Snivel, ein Flurmel. Ein Hydropi. Unsere Reverse ist ein Pupanze. Ah, das sieht aber auch... Das sieht basic crazy aus. Und unsere Rare ist... Halt doch dein Maul. Pantimos Full Art. Halt doch dein Maul. No way. Alter. Wird direkt in die Hülle gepackt. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich pack die mal hier nach da oben hier dazu. Das kannst du mir einfach nicht erzählen. Ich will die Logo-Karte, glaube ich, auch einfach direkt einhüllen. Holy shit. Das Problem ist, ich freue mich da jetzt halt übelst drüber, aber ich habe halt richtig Schiss, dass die anderen Openings jetzt danach so ein bisschen abschrumpfen, weil wir den krassen Stuff einfach schon ziehen. Entweder ist dieses Display hier komplett over the top, insane krass, oder wir verbrauchen gerade unser ganzes Luck. Aber das wäre okay. Wir haben einfach 2 Full Arts. Und Logok gezogen. Wir haben trotzdem noch 4 Packs vor uns. Alter! Das gibt es nicht! Holy shit! Wir gönnen uns hier direkt das nächste Booster. Und da werde ich auch direkt wieder von einem Reprint angelächelt. Das ist ja absolut insane. 1, 2, 3, 4. Card Market, ich liebe euch. Alright, als nächstes haben wir eine Feuerenergie, ein Tropius. Ein Wanderer, ein Energietausch, ein Onix, ein Perlu, ein Funpi, ein Luturzel, ein Wingull. Unsere Reverse ist ein Prokenarf. Haben wir bisher noch gar nicht gezogen, ist aber keine Rare. Sieht aber sehr, sehr nice aus. Und unsere Rare ist ein Registeel. Holy shit, auch ein sehr nices Artwork. Von wem ist es? Kenn ich nicht. Aber sieht sick aus. Gefällt mir. Ich bin baff, Leute. Ich würde am liebsten... Ich würde voll gerne jetzt so eine Pause einlegen, Alter, weil wir so krassen Scheiß einfach ziehen. Das ist so insane. Sollte verboten sein. Spaß soll es nicht, also nicht für mich. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier Reverse und die Rare. Das ist so sick. Meine Unlichtenergie. Ein Lombredo. Ein Flunkiefer. Auch ein sehr schickes Artwork. Ein
Fahrrad. Wir haben gerade drei Karten, also Lombrero, Flunkiefer und dieses Fahrrad sind alles drei Karten gewesen, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Ein Panzer, ein Kindwurm, ein Flambi, Hibiskus, Weberag. Ich glaube, das Weberag ist auch ein Reprint, oder? I don't know. Unsere Reverse ist ein Reverse Geweiher. Und unsere Rare ist ein Katagami. Ganz normal, keine Holo oder sonstiges. Eine Holo wäre auch noch sick. Holo ist, glaube ich, Holo und Prisma sind die einzigen Karten, die wir bisher noch nicht gezogen haben hier, oder? Ja, wir haben halt wir haben zwei Full Arts, eine Jax. Ja, halt noch keine, wir haben auch noch keine Secret Rare tatsächlich gezogen. Aber, und auch keine Rainbow. Aber Leute, darüber will ich mich gar nicht beschweren. Also for real, wenn ich hier eine Rainbow ziehen würde. Ich habe bisher erst zwei Rainbows, okay? Und ich will nicht sagen, dass ich schon echt viele Karten geöffnet habe, also Booster Packs. Aber ich habe schon echt viele Booster Packs geöffnet. Und Rainbows sind selten, okay? Die sind halt wirklich insane selten. Und natürlich wäre ich happy darüber, wenn ich eine ziehen würde. Aber es ist schon echt unwahrscheinlich, glaube ich. Ja, die Artworks kennen wir ja alle schon. Hier haben wir alle schon gesehen. Hier, Pandemos. Unsere Reverse ist ein Perlu. Und unsere Rare ist ein Deoxys Speed. Teleportation Burst und Spear Dive. Sieht nice aus. Hatten wir bisher auch noch nicht. Auch wieder sehr, sehr cool. Und wir sind beim letzten Booster Pack angelangt für diesen Part. Was soll ich sagen? So, dieser Part ist hier schon. Ist, ab dem Zeitpunkt, wo wir Pantimos bekommen haben, war es mir egal, ob wir noch was Gutes ziehen oder nicht. Bin ich ganz ehrlich, weil. Sehr viel besser wird es, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen beschwere ich mich da auch absolut nicht. Wir haben eine Bodenenergie. Wir haben einen letzte Chance-Trank. Wir haben Lysia. Wir haben Kurde. Wir haben Flambi. Wir haben Bummels. Wir haben Shuppet. Wir haben Gekabor. Tuska. Unsere Reverse ist ein Krakelo. Sehr, sehr cool. Und unsere Rare ist ein Despotar in der Holo-Form. Das gleiche Artwork, wie wir es schon als Reverse gezogen haben. Uff. Uff. Dickes, fettes Uff. Insane, nicer Part. Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich super über eine positive Bewertung freuen. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und das ist krass. Das ist heftig. Ich freue mich schon am Ende aufs Recap und alles drum und dran. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und ja, gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin gespannt, ob wir unser Glück aufrechthalten können. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.